Den Serien Daredevil habt ihr ja schon kennengelernt und auch Jessica Jones. Die ersten beiden Teammitglieder von Marvels Serien-Superhelden, die später die Defenders gründen werden. Am 30. September werden uns Marvel und Netflix nun näher mit Luke Cage vertraut machen. You think I asked for any of this? In Jessica Jones durften wir den unzerstörbaren Kraftprotz ja schon einmal kurz kennenlernen. Wirklich viel erfahren haben wir aber noch nicht über ihn. Damit ihr vor dem Start der Serie ein bisschen besser Bescheid wisst, gibt's von uns jetzt eine kurze Zusammenfassung. Und keine Sorge, um Iron Fist werden wir uns in einem späteren Video auch noch kümmern. Hallo Danny. Origin. Luke Cage wuchs als Carl Lucas im New Yorker Stadtteil Harlem auf, wo er Mitglied einer Gang namens Rivals war. Gemeinsam mit seinem Freund Willis Stryker war Carl Lucas ein gewöhnlicher Kleinkrimineller, der seiner Familie sehr viele Sorgen bereitete. So viele Sorgen, dass Carl irgendwann für sich entschied, er müsse für sie ein besserer Mensch werden. Während Carl also auf legale Weise versuchte, sein Leben zu leben, driftete sein bester Freund Willis immer weiter in die Kriminalität ab. Kritisch wird es unter den beiden erst, als Strikers Freundin ihn verlässt und er Carl dafür verantwortlich macht. Um sich an ihm zu rächen, schiebt Stryker Carl Drogen unter, meldet ihn der Polizei und sorgt so dafür, dass Carl im Gefängnis landet. Dort ist Carl dementsprechend mies gelaunt, versucht ständig auszubrechen und fängt Kämpfe an und gelangt so ins Visier des sadistischen Wächters Billy Bob Rackham. Im Gefängnis meldet sich Carl dann auch als Freiwilliger für die Experimente von Dr. Noah Burstein, der an Zellregenerierung forscht. Bei einem dieser Experimente verändert der Wächter Rackham jedoch die Einstellungen, in der Hoffnung, Carl so zu töten. Stattdessen verleiht ihm das jedoch Superkräfte. Mit deren Hilfe gelingt es Carl zu fliehen. Er kehrt zurück nach New York und wird unter dem Namen Luke Cage zum Hero for Hire, dem Held zu mieten. Sometimes if you want justice, you have to get it yourself. Kräfte. Wir haben es ja schon in Jessica Jones gesehen und auch im ersten Trailer zur Luke Cage Serie selbst. Dieser Typ ist nicht kaputt zu kriegen. Dank des Experiments ist seine Haut nahezu undurchdringbar. Er kann somit ohne Probleme Kugeln, Messerattacken, größter Hitze und allen möglichen Chemikalien widerstehen. Da Luke Cage auch in extrem kurzer Zeit heilt, steckt er auch schwerere Angriffe relativ schnell weg. Außerdem ist er ein unglaublicher Kraftprotz, der wie eine Walze durch seine Gegner rennt. The Defenders. Gemeinsam mit Daredevil, Jessica Jones und Iron Fist soll Luke Cage ja später für Recht und Ordnung sorgen. Mit Jessica Jones ist er ja schon aneinander geraten. What the hell was that? Teamwork? Sowohl in den Comics als auch in der Serie landen die beiden im Bett. Und Cage hilft Jessica mit ihren Problemen im Kampf gegen den Purple Man. Während Cage in der Serie allerdings am Ende erst einmal verschwindet, wird Jessica in den Comics von ihm schwanger. Luke Cage und Jessica Jones sind im Marvel-Comic-Universum später sogar verheiratet. Ob es soweit auch in der Serie kommen wird, bleibt abzuwarten. Ein interessantes Finale wäre so eine Superheldenhochzeit auf jeden Fall. Mit Iron Fist kommt Cage auch früh in Kontakt. Zusammen gründen die beiden Heroes for Hire und lassen sich als Duo mieten. In dieser Zeit unterrichtet Iron Fist Cage dann auch in Martial Arts. Freunde und Feinde. Neben seinen zukünftigen Defenders-Freunden wird uns in der kommenden Serie noch die Polizistin Misty Knight vorgestellt. In den Comics ist Misty ein wichtiger Bestandteil von Luke Cage und Iron Fist. Sie verlor aber bei einem Bombenattentat ihren rechten Arm. Tony Stark stattete sie dann mit einem bionischen Arm aus, der ihr enorme Kräfte verlieh und sie sich ebenfalls dazu entschied, für Recht und Ordnung zu kämpfen. Ob Misty in der Serie auch ihren Arm verlieren wird, bezweifeln wir mal. Wahrscheinlicher wird eher, dass sie in der Serie als starke Polizistin zu sehen ist, die Luke Cage hinterfragt. You might be bulletproof, but Harlem ain't. Der große Böse in Luke Cage wird der Nachtclubbesitzer und Drogenboss Cornell Cottonmouth Stokes werden. Ähnlich wie Wilson Fisk in Daredevil wird auch Cottonmouth mit Sicherheit mehr durch seine Kaltblütigkeit bestechen als durch Superkräfte. You wanna go to war? I'll take you to war. Mit Luke Cage sind die Defenders jetzt fast vollständig. Freut ihr euch schon auf die Serie? Was haltet ihr von Luke Cage? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr mehr über Captain Marvel oder den bald kommenden Doctor Strange erfahren wollt, schaut euch diese Videos an.